Welche Spitzhacke passt denn hierzu? Spitzhack. Ja, ich will mal eine neue Combo ausprobieren. Oh, das sieht aber cool aus. Der Helm und so. Da ist ja auch ein Glücksspiel. Aha. Ist denn heute schon St. Patrick's Day? Ja, war schon. Aber ich habe für den Skin und leider 200 V-Bucks bezahlt. 200? Ne, 400. 400? Ja, das, trotzdem, das ist in Ordnung. Sag mal so, der Skin und der Drache sind insgesamt schon 3000 V-Bucks. Boah. Welchen Drachen? Ist ein Gleiter. Chinesische Drachen. Achso, ich dachte, ich habe an einen anderen Drachen gedacht. Oh, jetzt wird er doch ab 18 der Stream. Ja, zeig uns deinen Drachen. Ja, warte. Wieso? Der Drache ist ja bei ihm zu Hause, was? Ja. Ja, nee, warte. Wir unterbrechen jetzt eben für eine kurze Pause. Ja, das ist doch geil. Find das so Grisu, gut. Der Feuerdrache, nicht ganz, aber. Ja, Grisu, genau. Ich will Feuerwehrmann werden. Wie entspannend. Ja, ist es auch. Ja, das waren noch Zeiten. Keine Ahnung, ob ich zu alt oder zu jung für Grisu bin. Vielleicht zu jung. Vielleicht auch beides. Als ich ein Kind war, da war der ganz, ganz groß. Hier, schau meine Combo an. Deine Combo? Wie jung denn? Büschel. Boah, so 84 ungefähr. Also 1984 sowas. Hast du dein Gehirn? Oh, da, jetzt erkenne ich's. Geil, ein zerfetzter Teddybär. In unserem Alter zu alt. In unserem Alter zu alt. Ja. Ja, stimmt schon. Also mit 43 ist man aus dem Alter raus, mein Sunny. Gut, zum Glück bin ich schon 44. Da kann man wieder rein. Nostalgie ist es dann. Irgendeine Alter Ausrede Knacker. Gibt's ja immer. Alter Knacker. Ja. Bald 45, Alter. Dann kommt mal mit. Wo hast du markiert? Ich sehe keine Markierung. Da, ach, die Halbinsel. Ah, hier. Oh, nee. Da hat mein Arbeitskollege heute gemeint, auf gar keinen Fall auf die Insel. Ah. Wir werden sofort sterben. Ja, weil da, sag schon, der... Darth Vader, Darth ne? Darth Vader ist... Ja, der, genau, in dem roten Punkt. Oh, oh. Deswegen ruhe ich mir auch Wasser. Oh, das ist da sein Raumschiff. Sein Traumschiff. Stardust, der fragt, ob ihr noch Ren and Stimpy kennt. Sagt mir was. Was war das denn? War das so eine Ratte oder eine Maus? Der Synchronisier von SpongeBob ist der gleiche wie von Ren. Ah, okay. Ja, der Synchronsprecher von SpongeBob kenne ich ja. Aber das andere sagt mir nichts. Ja, vom Namen her sagt mir das schon auch, was, aber. Ja, geil. Ich habe da nicht SpongeBob wirklich ein Bild. Kenne ich, oh, aber oh, oh. Nicht. Oh, Scheiße. Oh, er hat mich entdeckt. Oh. Oh fuck, oh fuck. Alter! Den sein Schwert ist gut. Ich weiß. Ich hab noch. Also keine richtige Waffe. Oh oh. Oh oh. Zusammen kriegen wir ihn. Ja, Michel, wir holen dich irgendwann später ab. Ja, ja, alles gut. Aus dem Kinderparadies. Der kleine Michael möchte abgeholt werden. Ha, fast kein... Ja, bin down. Oh. Rennen Stimpy ist eine ganz alte Trickserie
Trickfilmserie und nicht für Kinder eigentlich geeignet. Ja, genau, so in Richtung SpongeBob, wo die Erwachsenen mehr Spaß dran haben als die Kids. Okay. Oh, wie knapp. Hier, steckt dir mal eine Banane ein. Oh, und ich hab... Na? Hab ich mir so eine schöne Waffe organisiert. Oh, du hast das Lichtschwert von Darth. Geil. Ja, leider nicht in grün. Oh, egal. Auf jeden Fall kannst du damit die Schüsse abwehren, ne? Ja, ist aber auch nicht so stark. Ah, okay. Also die Person, die das Lichtschwert hat, ist dann total OP. Ja, ja. Na, das letzte Star Wars Event war besser. Also das Machtfähigkeiten. Die bei der einen Season mit der Mega City. Das Schwert war geil. Gibt's ja noch ein Clip davon. Ja. Als ich meinen zweiten Sieg geholt habe mit ihm. Ha! I'm coming! I'm coming home, coming home. Die Melodie war ja geil. Home, Alabama. Alter, was für ein altes Lied singst du da? Geil. Lynyrd Skynyrd. Genau. Meine ich, das nur ruckelt dein Stream, Michel? Das kann sein. Ich habe hier schon seit Tagen instabile Verbindung. Keine Ahnung warum. Was heißt Tagen? Seit Wochen. Instabile Verbindung. Ja. Irgendwas ist da. Ich weiß auch nicht. Ich brauche Waffen. Ich habe keine Waffen. Dann gehen wir da lang. Ein wird geschossen. Ja. Toll, Munition. Wir gehen einen anderen Weg, dann sind Leute. Also Stardust hat immer 100. Stardust hat immer 102.000 Leitern. Was 102.000? Was denn? 102.000 Leitung. Ich auch. Oder beziehungsweise 1 Gigabit und noch ein bisschen. Da kommt ihr mit. Aber irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Kommt ihr mit Party Crash mit Lichtschwert? Ja, bin auf dem Weg. Bei mir, vielleicht finden bei wir eine mir Waffe unterwegs. Bei mir startet der Router nicht automatisch neu. Bei mir. Aber bei Michel weiß ich nicht. Ne, bei mir auch nicht. Das habe ich ausgeschaltet. Ich mache das manuell einmal im Monat. Machst du manuell neuer? Genau, ja. Manuel macht es immer neuer. Man könnte meinen, es ist ein Bus. Aber es ist El Busco. Alter, was liegen hier für Müllwaffen rum? Warte mal. Wenn die dunkle Seite da macht. Irgendwas Gescheites, das hier mal rein kann in den Laden. Stardust fragt, welche Box ihr habt. Boah, kann ich ja nicht sagen. Irgendeine Fritzbox. 6700 irgendwas. Also die aktuellste von Kabel Deutschland. Schrägstrich Vodafone. ...7600 oder 6780? Ah, nee, Sani hat das gefragt, nicht... Stardust. Ja, ja. Hier ist ein Sturmtruppler-Lager. Ach, Cottbus. Da ist er ja. Er ist noch im Chat bei mir und jetzt... ...ist Cottbus da. Also, hey.
Ich vermute, der Papa Cottbus vermutlich war es. Nicht Junior Cottbus. Also ich habe jetzt zwei mythische Waffen, ne? Oh. Ich habe in Achenkrach jetzt mal eine grüne gehabt. Hoppla. Und hier sind noch zwei E11er. I'm coming. I'm coming. Oh. Hier ist auch immer alles leer. Ah, guck mal da. Guten Tag, Herr Cottbus. Okay. Gib mir deinen Saft. Piep, 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 piep. Ach, hey. Geht ihr Waffen holen? Okay. Okay. Haben wir ihn. Nee. Steig ein, ich fahre dich zu den Waffen. Hallo? Okay. Guten Tag. Cottbus, hallo. Wenn ich hier rausfahren kann. Oh, festgefahren. Oh, oh. Ich mach noch Führerschein, ich fange im Herbst an. Ja. So, jetzt aber. Na komm, oh Gott. Genau. Jetzt. Wart doch. Geil. Ja, die hintere Wand muss noch weg. Ja, jetzt vorwärts fahren. Ah, nein. Geht ja nicht. Na, eben warst du weit genug drüben. Zumindest bei mir. Jetzt vorwärts. Naja. Wenden in drei Zügen. Ja, und jetzt werde ich noch überfahren. Ja. Noch immer. Der Streamer hilft und dann wird er noch über den Haufen gefahren. Tja. Oh, Maverick auch wieder dabei. Logisch. er ist noch im Chat und jetzt in FN drin. Oh, ich hab vielleicht das Auto gleich. Ja. Da fehlt aber nur ein Reifen. Überleg dir das nochmal mit Führerschein machen. Deswegen mache ich den nur. Ich würde das lassen. Genau. Also fahre ich ja keinen Porsche dann. Nee? Nee. Also Sunny meint, wenn du schon so in FN fährst, ist es im Real Life dann Sense. Ja. Oh. Hey. Jetzt wieder. Fahr ich noch. Warte. Jetzt fahr ich hier nach Michel. Wow. Wow. Der war knapp. Der war knapp, ja. Piu, piu. So, jetzt kannst du... Jawoll. Mächtiger hey, Ballerbogen. Hey, Erdbeermarsch, hi. Oh, er ist ja ein. Wie geht's dir? Was, wo? Er ist Jesus, er geht im Feuer. Zack. Er war es auf jeden Fall. Außerdem kriege ich, wenn ich Führerschein habe, einen alten Opel wieder. Oh, cool. Was für ein? Forza? Ja, ist halt ein Audi 1998 oder 96. Ja, ist super für den Anfang. Ist perfekt. Dann tut's nicht weh, wenn du mal irgendwo aneckst. Ja. Ist sogar noch nie stehen geblieben. Ah, siehste? Das wird sich ändern. Aber lieber ein Popo als kein Auto.
Ich war früher ganz großer Opel-Fan. Also Stardust, der meint nur Dingens, sag schon, Manta, wenn sein geil. Nikol sein soll. Sehr geil, ein B-Manta, die waren der Hammer. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid beim Bund und fährt so, ihr seid freiwillig einen Tag da zum Magnatfall. Okay, der Bunker ist offen. Da brennt noch Bunker offen. Ja, ich mache ihn jetzt offen. Du machst ihn offen? Mal sehen, ob Loch Licht brennt, jo. Was Loch Licht? Oh, wir sind. Nein. Hey, wir sind nur dezent versaut. Ja, warte. Minimal. Hier. Genau. Geld. Wer hungrig nach Geld ist, wird nie satt. Tja. Nee, ich bin übler. Oh man, he's on fire. Hör ich das aus, die? Ich bin Feuer und Flamme. Tja. Das scheint dich, Ach so, Manager Power, ach so. Mann. Luis, ist das eigentlich dein Ernst? Ja, hier fehlt ja jetzt auch der Knopf. Das funktioniert nicht. Was soll denn das? Wo ist der? Klappt nicht so. Wo ist der Knopf, Luis? Such dir bitte mal. Hat halt eine sehr geringe Chance, gefühlt fast unmöglich. Achso, musst du das selbst? Ja. Okay. Nö, so random was rauskommt. Ja, wie okay. Alle wackelt das Gehirn. So, wollen wir mal weiter? Warum? Die Zone dauert doch noch. Ja, ist so schön hier. Ich frage nur. Versuchst du mich zu hypnotisieren? Nee. Ich hab'n Kugel. ein Kuchen, den, in Bombenstimmung. Mhm. Eine Sahnebombe. Ja. Sani meint, wir sollen den Grill anschmeißen. Ja. Ja, warte. Stimmt, du hast doch hier den Umhängegrill. Jawoll. Es gibt Burger Sunny, wenn du mit Burger futtern willst. Ja, nee, ich geh mir jetzt baden hier. Ja. Das ist, wie das aussieht. Dein Quietscheentchen guckt raus. Oh. Willst du jemanden zum Ritter schlagen? Haha, cool. Es sah im ersten Moment so aus, als würdest du ihm den Kopf abhacken. Ja, genau. Es kann nur einen geben. Warte. Ist ganz schön schaumig hier. Schaumig? Schaumig und staubig. Ja. Frage ist nur, welche Oma liegt da. Was, welche Oma? Mit Auto brauchst du eigentlich gar nicht rumfahren. Es sei denn, du willst da unten nicht mal über raus. Den Ding springen. Über den, weißt du? Ja, über die Wohnmobil. Schanze. Genau. Über die Drachenschanze. Juhu. Bam. Oh, gar nicht schlecht. Können wir das auch? Das krieg ich doch besser hin, warte. Dann habt ihr zu doll geschüttelt, meint Stardaster. Die Frage ist nur, was geschüttelt wurde, was? Oh, Achtung, da kommt jemand. Was ist? Mate? Alter! Hier. Was ist hier denn los? Ja, du hast mich jetzt schön runtergestoßen, weil ich nicht helfen kann. Sehr gute Arbeit von dir. Ja, und ich bin dafür über den Haufen geschossen worden. Boah, yo.
Das ging jetzt sehr flott. Ich bin komplett weg. Verdammt. Oh. Schlechte Karten heute. Jetzt haben wir wohl die andere Karte. Ja. Ja. Tadam. Weil Maeve mich auch runterfahren musste, ne? Logisch, sonst würde es dir ja zu langweilig werden, oder? Wenn dir langweilig ist, packe ich einen sehr hässlichen Skin aus. Okay. Ich könnte auch ein Vietnamese sein. Spar doch ein bisschen. Der kommt mal nochmal raus. Raus schon wieder? Ja, raus. Ach stimmt, der in die Lobby, stimmt. Lobby. Lobbyismus. Hallo? Lobbyismus. Zwei Idioten, ein Gedanke. Ich glaube, wir sind alle Idioten, würde ich mal hier sagen. Das würde ich auch sagen. Also ich habe chronisch Augentinnitus. Ja, siehst du noch Pfeifen? Ja. Aber kannst du auch Luft sehen und schmecken? Logisch. Wenn sie warm ist, ja. Stardaster meint Lobbyismus. Alles Lobbyisten, mit denen ich zocke. Ja. So viel hast du nicht. Oh, eine geschälte Banane. Aha. Das ist eher ein Dildo. Ja. Das sieht aus wie ein viel zu bleicher Banane. Oder irgend so ein Spielzeug von Eis.de. Ohne Werbung zu machen. Ach, ich dachte von Wish. Ja. Wish schon weg. Wer ist das? Contra Bruno? Keine Ahnung. Von mir ist die Person auf jeden Fall nicht. Und puff, ist er wieder weg. Ich kann zaubern. Tadam. It's a kind of magic. Oh, der will wieder. Nein. Wir sind doch zu viert. Wie kann der da rein? Hey, jetzt. Keine Ahnung. Alter, wollt ihr mich verarschen? Spam! Melden, blockieren. Gruppenkeile? Kann niemand rauskicken? Ja, warte. Und jetzt wieder auf Null bauen. Ja. Sobald ich meinen Skin geändert habe, hier. Hier. Luis, spiel da mit deinem Freund. Genau, raus mit dem Viecher. Was denn? Genau. Zauber 11. Was, eine 11? Was spielen wir denn? Battle Royale oder? Ja, gleich. Null bauen. Also null bauen. Null bauen, ja, das steht drauf, Gruppenkeile. Kommen wir da nicht hin? Doch, oder? Ja, stell ich mir wieder hin. Null bauen, zack. Und bright. Looking on the bright side. Du kannst auch da spielen. Geh mal da. Hamburger. Geh mal hier und lad deinen Freund an. Die Zunge. Da kannst du dein Headset anmachen und dann kannst du mit dem sprechen. Und der darf nicht in unsere Gruppe reinkommen, weil sonst kriegt der mal einen richtigen. Das gibt einen Sperma-Bahn. Genau. Ein Sperma-Bahn. Mhm. Und damit ist der Stream plus 30 geworden. Ja. Dann, also wenn er plus 30 ist, dann dürften wir nicht dabei sein, Zeus. Ja. Weil ich bin auch, ich werde jetzt nächstes Jahr 30. Wieso bin ich nicht bereit? Hä? Keine Ahnung. War ich doch eben.
Naja. Ja, ja, so, würde ich an deiner Stelle auch sagen. Ja, genau. Ist das nur so ein kurzes Kabel? Wahrscheinlich liegt es an deinem Alter. Kann sein, ja. Ich bin in einem Alter, wo ich das nicht mit Genauigkeit sagen kann, ob ich wirklich bereit gedrückt habe. Ja, warte hier. Genau. What? Oh ja. Das habe ich schon oft gemacht. Eine Menge Fantasie. Ich weiß es. Okay. Sonny. Aber ist keiner, den wir kennen, Sonny. Ich kenne gar keinen. Ich bin unbekannt. Kennst du? Kennst du? Kennst du? Warte hier. Oh man. Oh. Ich komm grad zu Hause. Ah, geil. La Fromage. Ah. Das war dann gerade eben der Arsch, ne? Die Handbewegung. Arschkriecher. Ja. Oh, steck uns nicht an. Keine Ahnung, starre das da. Nicht, dass wir ein Virus auf dem PC haben. Siegestrompeten. Vielleicht hatten wir auch deswegen Pech, weil wir sie noch heute noch nicht hatten. Was, meine Lache oder was? Nee, die Siegestrompete. Das ist der Weg. Mhm.